Der tiefe Fall eines Mädchens. Und der noch tiefere Fall eines kontinentumspannenden Königreiches. Werden die zwei Esper-Mädchen es schaffen, sich gegen den Einfall von Kuya in Alexandria aufzulehnen? Werden sie es schaffen, Bahamut zurückzuschlagen? Das erfahren wir heute bei Let's Play Final Fantasy 9. Eiko, was machst du hier? Ich war auf dem Schiff, aber dann dachte ich, deine Stimme zu hören und dann... Konntest du es nicht mehr ertragen und wolltest dich in den Freitod stürzen. So ist das also. Auch ich glaubte, deine Präsenz zu spüren und danach wurde mein Körper von diesem Licht umhüllt. Dein Licht wurde schon... dieses Licht wurde schon früher freigesetzt. Ja, genau dieses Licht. Lilly, dieses Licht, das ist das Licht unseres Schicksals. Das Schicksals aller Esper. Das Licht unseres Schicksals? Genau, das Licht unseres Schicksals. Dieses Licht war in den 4 Schatzkristallen eingeschlossen. Taucht dieses Licht um einen Esper herum auf, dann wird es von einer der heiligen Bestia gerufen. Lilly, wir müssen unserer Rolle als Esper gerecht werden. Aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Keine Bange! Mach einfach, was Aiko dir sagt! Du bist erst 6! Obwohl sie weiß Bescheid. Erstmal die Hände heben. Zum Gebet. Oh, ist das nicht nett, dass sie sich auf die gleiche Höhe begibt. So vielleicht? Genau, und jetzt sprich Aiko nach! Heiliger Schutzgott unser! Oh, sie haben 2 Heiligenscheine generiert. Das Licht hier erlösche und die Dunkelheit komme! Moment, das klingt nicht sehr vertrauenserweckend. Vor allem nicht nach Heiliger Schutzgott unser. Ich will töten, die Feinde müssen weg. Satan ist gut, Satan ist dein Kumpel. Heiliger Schutzgott unser. Was für eine Lightshow. Ich wünschte, das würde aber auch bei uns in der Kirche funktionieren. Erhöre die Gebete deiner Diener. Aber ist es nicht ein bisschen falsch rum? Normalerweise ruft doch die Esper oder der Esper die Bestie und nicht umgekehrt. Wow! Es scheint zu funktionieren! Haben Sie eine Möglichkeit gefunden, sich gegen die Macht Bahamuts zu wehren? Wow, das Licht der Hoffnung! Wow! Dagegen sehen deine Schwingen aus wie Hühnerknöchelchen, nicht wahr, Bahamut? Eifersüchtig! Und die mächtige Bestie Alexander. Aus der Stadt Alexandria. Ich liebe dieses Zusammenspiel dessen. Und vor allem, weil Alexander auch quasi das Heraldik-Symbol von Alexandria ist. Und seine heiligen Homing Missiles sind der Tod für die König aller Bestia, Bahamut. Es verging in einem einzigen Angriff. Wow. Also früher war Alexander okay. Nicht aufregend, aber okay. Aber hier, es ist eine gottverdammte Zerstörerbestie. Wow! Also es hat sich hier in meiner Beliebtheitsskala durch dieses Spiel hat sich Alexander mal ganz nach oben katapultiert. Holy cow! Wie wunderschön. Wirklich wunderschön. Das ist also die legendäre Bestie Alexander. Du willst mit deinen leuchtenden Schwingen das Schloss beschützen? So ist es brav. Auf dich habe ich gewartet, Alexander. Du, der sogar größere Macht als Bahamut besitzt. Mit deiner meiner magischen Kalesche werde ich dich willkommen heißen. Erscheine, Invincible, und hole mir Alexander. Mit Alexander? Mehr Macht als die König der Bestia? Was ist es dann? Die Kaiserin der Bestia? Und natürlich, dort wo Invincible ist, muss natürlich überall Wolk bewölkt sein, damit es Invincible unsichtbar ist. Und es hat sich verändert. Es ist kein riesiges Auge im Himmel. Verdächtig. Was ist Invincible? Wobei ich diese Verwandlung damals... das erste Mal nicht so richtig kapiert habe.
Du scheinst dir ein wenig zu viel zugemutet zu haben, Kuja. Wer ist das hier? Bis zu diesem Moment habe ich dir bezüglich Gaia freie Hand gelassen. Aber ich werde es nicht dulden, dass du den wahren Sinn deiner Existenz verleugnest. Ich werde dir zeigen, mit welch einer gigantischen Macht du es aufzunehmen versuchst. Und auch dir, Sidan. Erkennt Sidan? Deswegen trägt Darth Vader einen Helm. Er versucht, seine Halbglatze zu verbergen. Und er hat auch die Macht! Und eine rote Betriebs-LED in seiner Brust. Steckt er in Invincible drin? Was ist er? Wer ist er? Warum kennt er Kuja und Zidane? Vor allem Zidane. Was ist? Warum tust du nichts? Invincible! Hole dir die Seele Alexanders, so wie damals Bahamuts! Hm? Doch nicht etwa Garland! Unmöglich! Sollte es sich etwa selbst auf Gaia begeben haben? Das ist schier unmöglich! Hat ja meine Pläne etwa vorausgeahnt! Aber warum dann die Invincible? Er wird doch nicht... Warum weiß Kuja überhaupt von den Bestia? Ich meine, es war augenscheinlich sein Plan von Anfang an, Alexander zu übernehmen. Puh, das war ja ganz schön knapp, Zirp. Knapp? Eigentlich wären wir ja beinahe draufgegangen, aber... Wo er recht hat, hat er recht. Wir wären um ein Haar mit dem Schiff zusammen abgestürzt. Ich glaube, das wäre für Alexandria bei dem, was passiert ist, total egal gewesen. Aber, nun ja, wir hatten nun mal kein anderes Schiff zur Verfügung, Zirp. Was habt ihr denn alle? Gut, das Schiff ist hinüber, aber wenigstens haben wir es halb bis nach Alexandria geschafft. Du sagst es, Zirp. Aber ich steige nie wieder auf so ein Ding. Tut mir leid, Vivi. Ding! Ich meine, Zirp! Ich habe eine Mitteilung zu machen? Hä? Wo sind sie denn? Wissen die Herrschaften vielleicht, wo Königin Garnet ist? Keine Ahnung, wir suchen sie ja auch. Ach so, das ist aber auch zu blöd. Seit wann ist sie Königin? Müsste nicht erst die Krönungszeremonie stattfinden? Na, dann wollen wir Lilly doch mal suchen gehen. Und Aiko auch, nicht wahr? Ist doch klar, Vivi. Yeah, und der Rettungstrupp unter der, naja, Belastung von Großherzog Sid macht sich auf den Weg, um Lilly zu finden. Normalerweise könnte man hier an dieser Stelle, wenn wir damals das Alexandrikon nicht bekämpft hätten, bestünde jetzt hier eine Möglichkeit, weit aufgelevelter, noch mit noch mehr Fähigkeiten gegen das Alexandrikon zu kämpfen, und man hat nicht die Zeit quasi im Nacken, die wir damals im Nacken haben. Aber dafür kann oder konnte ich bis hierhin davon profitieren, Hass zu lernen mit schon einigen Charakteren. Und ansonsten, warum die Statuen hier nicht mehr die Klingen miteinander kreuzen, das weiß wahrscheinlich auch nur der Entwickler selber. Aber die haben sich gedacht, oh, wir müssten es doch noch irgendwie hinkriegen, dass die Helden es tatsächlich schaffen, bis nach oben zu laufen. Was ist das? Eine Treppe. Unglaublich, so eine Vorrichtung im Schloss Alexandria vorzufinden, Zirp! Sie sind so fortschrittlich, sie haben Treppen! Nun, Lilly und Aiko sind also da oben. Mit Sicherheit, Zirp, wir müssen ihnen zu Hilfe eilen, Zirp! Was soll das werden, Zirp? Von hier an gehe ich alleine weiter. Geht ihr all die anderen Leute retten? Zidane, aber ich möchte Lilly und Aiko auch helfen. Im Moment kann ich an nichts anderes als an Lilly denken. An nichts anderes als Lilly. In diesem Zustand bin ich blind für alles andere. Das macht mich nicht gerade zu einem verlässlichen Gefährten. Wirklich toleriert es sie dann. Das ist ja fast wie in einem schlechten Theaterstück hier. Aber auch ein schlechtes Theaterstück braucht einen Helden. Das hast du schön gesagt. Salve. Arrivederchius. Genau diese Einstellung mag ich an dir, mein Bester. Aber auf einen anderen Menschen aufpassen, das ist keine leichte Sache, Sidan. Ich weiß, Freya. Hörst du, Vivi? Den Rest überlassen wir Sidan. Hey, aber ich... Wir verlassen uns auf dich, Zirp. Ja, genau. Die Welt geht unter, oder zumindest Alexandria. Alles stirbt, alles explodiert. Vivi, bitte versteh doch. Braucht es einen Grund, um jemanden zu retten? Braucht es einen Grund, um zu leben? Braucht es wirklich einen Grund? Im Moment handle ich nur nach meinen Gefühlen. Zidane, ich glaube, ich verstehe dich. Bitte hilf Lilly und Aiko.
und die halten ihr Maulaffen fallen, statt zumindest einer nach oben erklärt, was Sache ist, und dann erstmal alles rettet, was ja noch zu retten ist. Aber nein, sie Helden können immer noch nicht gleichzeitig reden und laufen. Hoppla, ein Erdbeben. Außerdem, wenn ihm das schon bewusst ist, dass er die alleine retten will, warum auch immer, was war das gerade für ein Beben? Ein kurzes Beben. Ein Vorbeben. Uah! Was passiert jetzt? Ein Unheil! Auslöschestrahl, Fitz! Es sind wieder die fiesen Hypnosestrahlen. Doch können Sie Alexander irgendwas anhaben? Sie verursachen die Mauser bei Alexander! Gut, sieht ja nicht mehr ganz so imposant aus. Und sie reagieren mit dem riesigen Kristall, der aus irgendeinem Grund in Alexandrias Schloss eingearbeitet wurde. Doch jetzt rächt es sich. Denn es spießt Alexander gar selbst auf. Wobei ich das früher ehrlich gesagt nie kapiert habe. Ich habe immer gedacht, es wär ein Stück vom Schloss gewesen. Warum er gewachsen ist, man weiß es nicht. Und sie wird sterben. Und er auch. Jetzt stürzen wir beide in den Tod, aber wenigstens kann ich dich dabei umarmen. Doch nein. Er rettet sie mit dem Utensil, mit dem sie ihn früher an der Nase herumgeführt hat. Schlauer sie dann. Und eifersüchtige Aiko. Doch war das schon alles? Ist das Invincible zu noch mehr imstande? Lilly, es tut mir leid. Ding! Ich war ein Dummkopf. Was hast du schön gesagt? Sieh dann! Haben wir was Schlimmes getan? Na, das kann man ja vorher nicht ahnen. Wir reden später über alles. Erstmal sollten wir uns in Sicherheit bringen. Genau, jetzt wären natürlich die anderen schön, die eventuell die Verletzten noch ein bisschen Huckepack nehmen könnten. Aber nein! Das ist der Auslöschestrahl, Fitz. Das können sie nicht überlebt haben. Und in diesen Flammen vergeht Alexandria, das Schloss und die Stadt selbst. Viele Seelen sind zu den Sternen zurückgekehrt. Aber in unserer tausende von Jahren währenden Reise ist dies nur ein unbedeutendes Detail. Der Kreislauf der Seele Gaias wird schon bald nicht mehr ihr eigener sein. Jedoch ist die Zeit noch nicht gekommen. Noch kann der Kreislauf nicht übernommen werden. Du wirst wohl noch einiges für mich erledigen müssen. Du klammerst dich an deiner begrenzten Zeit an Gaia. Dann war dies wohl dein Schicksal, Kuja. So wie es meines ist, ihn wiederzutreffen. Ihn, dessen Schicksal es ist, dich zu ersetzen. Wen meint er? Warum sprechen die sich nie aus? Warum lassen sie uns Zuschauer und Spieler immer mit fragenden Blicken zurück? Wie ihr sehen könnt, gehen die Wiederaufbauarbeiten der Stadt recht zügig voran, Großherzog. Ja, und alle Ingenieure aus dem Industriegebiet, die die Katastrophe überlebt haben, kommen nach und nach auf mich zu und bewerben sich für den Bau der Hildegard 3. Auf das Volk von Lindblum ist eben Verlass, Zirp. Weil alle an euch glauben, Eure Exzellenz, und weil sie stolz darauf sind, Bürger dieses Landes zu sein. Solange das Volk etwas hat, auf das es vertrauen kann, wird es keine Katastrophe der Welt so schnell in die Knie zwingen. Vertrauen? Hutschu! Das klingt nach Bart. Dem Allergiker. Tag auch, Herzog. Und wie sieht's aus? Schlimm, ach was, schlimm ist gar kein Ausdruck, Zirp. Reif für die Müllhalde, so sieht es aus, Zirp. So schlimm also. Ja, am besten, ich sage gleich hoffnungslos, Zirp. Nummer 3 neu zu bauen wird wohl schneller gehen, als zu versuchen, Nummer 2 zu reparieren, Zirp. Verstehe, aber eigentlich meinte ich ja die Sache mit Sidan. Sidan? Dem geht's soweit ganz gut, Zirp. Ich denke, er müsste eigentlich demnächst zu sich kommen, Zirp. Wie kann er das überlebt haben? Ich meine, die ganze Stadt ist explodiert.
Blöck, geh doch mal ins Schloss und schau nach, wie es ihm so geht, ja? Ach ja, sollte er tatsächlich schon auf den Beinen sein, kannst du ihm bitte ausrichten, mich in meinem Gemach zu treffen? Kein Zirp? Ich bekomme immer Nasenfeuchtigkeit in die Nase, wenn ich Zitsch spreche. Ja, tatsächlich, noch nicht mal irgendeine Brandwunde zu sehen. Lilly, Eiko, wie komme ich hinterher? Das frage ich mich ehrlich gesagt auch, vielleicht träumt er ja nur. So, Nummer 1, die Schatztruhen sind hier mal wieder aufgefüllt worden. Hier finden wir einen Egoistenreif. Aber scheinbar haben natürlich alle überlebt. So, gucken wir mal ganz kurz. Der ist natürlich sehr schön, der Chimärenreif. Naja, Egoistenreif. Ja, auch naja. Hat ein paar andere Abilities, aber... Naja, den Ossalama-Reif, den ich die ganze Zeit trage, trage ich eben wegen des Bonuses auf Stärke. Moment, war hier irgendwas? Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr genau. Doch wie werden die anderen Charaktere das verkraftet haben? Ist Alexandria doch noch irgendwas zu retten? Und ist dieses Elixier für irgendwas gut? Gibt es noch Post im Mognet? Gut, dass Lindblum wieder aufgebaut ist, Kupo. Die Fossilienmine machen wir nämlich unheimlich, Kupo. Übrigens, ich hätte da eine Bitte an dich, Kupo. Übergib diesen Brief an Modon. Werden wir es schaffen, diesen Brief zu übergeben? Ist im Mognet noch irgendwas anderes vorgefallen? All das und mehr erfahren wir ab der nächsten Folge von Let's Play Final Fantasy 9. Ich bedanke mich fürs Zusehen, fürs Kommentieren und fürs Dasein. Auf Wiedersehen. Ciao.